Eine Halle. Zwei Männer. Weltmeister gegen Europameister. Das Duell. Im Handball haben sie Großes erreicht. Jetzt stellen sich Johannes Selin und Michael Haas einer neuen Herausforderung. Geschick, Kraft und Willen. Zwei Handballer aus Erlangen als Ninja Warrior. Ja, der Johannes ist ja Liga, wenn nicht europaweit dafür bekannt, einfach unfassbare Fähigkeiten im Athletischen und in diesem Bereich zu haben. Deswegen bin ich da auf einen großen Kampf gefasst. Wird ein knappes Duell und da könnt ihr euch drauf freuen. Hindernis 1, der Fünfsprung. Beide Kontrahenten stark, die Entscheidung haarscharf. Der Punkt geht an Johannes Selin. Routinier Michael Haas revanchiert sich prompt. Beim Hangeln hat er die bessere Zeit und gleicht aus. Vollen Krafteinsatz gibt es an den Reifen. Lange liegen beide gleich auf. Dann ist es Johannes Selin, der den Turbo zündet. 2:1. Der Einstieg in den Spiderwalk einwandfrei. Kopf an Kopf rennen bis zum kleinen Fehler von Selin. Ein knappes Ding für Weltmeister Haas. Es sind noch so ein paar Wände aufgebaut. Ich habe ein bisschen Höhenangst, deswegen sehe ich das Ganze ein bisschen kritisch. Aber ich glaube, es wird ein Kampf auf Augenhöhe. Der Sieger wird an der Steilwand ermittelt. Stufe 1 und 2 meistert Michael Haas mit seinen 1,94 Meter problemlos. Die 4,50 Meter aber bringen den 34-Jährigen vor allem mental an seine Grenzen. Jetzt hat Johannes Selin es in der Hand. Der erste Versuch am letzten Hindernis scheitert, doch der 7 cm kleinere Rechtsaußen hat noch Reserven. Und das scheint auch Haas zu ahnen. Die Entscheidung. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Das widerspricht ein bisschen meiner Wahrnehmung. Ich finde, wenn man alle Sachen damit einspielen lässt, auch gerade diese Style-Frage und mit welcher Eleganz man die Übung gelöst hat, glaube ich, dass wir uns auf einen Unentschieden einigen können. Johannes Selin allerdings glaubt das nicht und feiert seinen Sieg. Der neue Ninja Warrior des HC Erlangen.